Hallo und herzlich willkommen bei Brau Web TV. Heute mit Sebastian Wurt am Start. Wie geht's? Mir geht's super. Und dir? Alles gut? Mir geht's auch super. Ja, schön. Und dir, Sascha? Voll. Ja, wunderbar. Wenn man dich anguckt, sieht man sofort die Surferfrisur ist weg. Warum? Ja, ich weiß nicht. Irgendwann muss auch mal eine Veränderung ran. Ne? Also ich finde, wenn man 5 Jahre lang, ich hatte ja noch vor DSDS, hatte ich ja auch die Frisur, dann muss irgendwann mal die Frisur ein bisschen ab und was Neues, was Frisches, jetzt zur Single VÖ und zum Album, zum neuen Sachen, auch irgendwie eine Veränderung. Und ja, die Musik ist frischer und cooler und deswegen finde ich auch, der Look muss ein bisschen anders. Okay. Und deswegen sowas. Und was sagen die Fans? Ich glaube, die finden es alle super. Ja. Also die schreiben mir auf die Seiten, coole Frisur und hast dich zum Positiven entwickelt. Einer hat mir, also, nein, ihr wisst schon so, einer hat mir halt zum Beispiel geschrieben, das wäre so das perfekte Beispiel, das war ganz süß. Meinte, ja, mit 16 warst du noch so der süße Bubi und jetzt bist du eine geile Sau. Also, das war süß so. Und das ist so ein bisschen die Veränderung so, ja, und denen gefällt's, ja. Okay. War das eine Überwindung, die Haare abzuschneiden? Am Anfang schon ein bisschen, aber ich wollte halt immer, ne? Also ich wollte schon gerne mal die Haare kurz, auch wenn im Sommer, dann ist es mega warm und ist immer die langen Haare und Föhn und keine Ahnung was. Und da jetzt einfach nur aufstehen und kurz duschen, dann geht das relativ schnell, ist besser. Und am Anfang habe ich immer so Schritt für Schritt gemacht und dann einfach alles ab. Okay. Ja. Keine Tränen. Nee, keine Tränen. Nee. Ja, neue Single auf Deutsch. Ja. Ja, erzähl mal ein bisschen darüber. Was soll ich dir denn erzählen? Ja, warum auf Deutsch? Nein, Quatsch. Ja, das Lied heißt Komm mit ins Leben. Und ja, das ist auch so die Botschaft, die vermittelt werden soll. Also Spaß am Leben, genießt dein Leben. Also alle da draußen, genießt euer Leben. Man lebt ja nur einmal, ne? Und ja, auf Deutsch, weil es halt, wie ich finde, man kann in Deutsch sehr viel mehr ausdrücken. Also man kann viel mehr Sachen vermitteln. Und ganz ehrlich, ich gucke Fernsehen, dann sehe ich das ganze Duell und überall nur Probleme. Und ich finde dann, sollte man einfach mal ein bisschen davon sich abwenden und mit der Musik vielleicht auch mal positive Botschaften übermitteln. Deswegen auf Deutsch, kommt mit ins Leben, genießt das Leben und deswegen so Deutsch mal wieder nach vorne bringen. Okay, cool. Und wird das ganze Album dann auch auf Deutsch sein? Also die ganzen Songs auf dem Album? Ja, alles auf Deutsch geschrieben und ganz viele coole verschiedene Themen. Also nicht nur über die Liebe, wie meistens im Englischen. Und das finde ich halt auch cool, dass man in Deutsch sehr interessante und auch tiefgründigere Texte schreiben kann. Und ja. Und welche Themen zum Beispiel? Ich habe zum Beispiel ein Lied, das heißt Land der Illusionen. Da geht es so ein bisschen auch um Castingshows und was so aufgebaut wird und ja, was danach ist. Und dass man dann natürlich auch aufpassen muss, dass man nicht in ein tiefes Loch fällt oder sowas. Also so ein bisschen um die Geschichten bei DSDS auch. Und ja, auch diese Themen von Leichtigkeit, genießt das, also einfach Spaß am Leben zu haben. Und eins heißt, ich kann fliegen, also einfach fliegen als Motiv so der Leichtigkeit, so wie die Vögel, sind alle frei, Freiheit. Was lacht ihr denn jetzt so? Na, findest du lustig? Ja, ich meine das ernst. Also ja, ich finde, man sollte wirklich das Leben genießen. Und Spaß haben. Klar, Arbeit ist auch immer dabei, aber man sollte auch mal seine freien Stunden genießen und deswegen auch die Musik jetzt dazu. Und wie klingt der Sound so? Ja, klingt cool. Also auch so ein bisschen, also das meiste eher Pop oder so ein bisschen. Ich weiß, was du meinst. Ne? Nein, das ist meistens ist halt deutscher Rap und viel Hip-Hop dabei. Also ich habe viele coole Cover oder viele Features dabei. Mhm. Aber rappst du auch selber, oder? Ja, klar. Ich rap die ganze Zeit. Wer featured so Bushido? Ja, auch. Nein. K-1? Ja, alle zusammen. Nein, sehr viel Pop und natürlich auch so ein bisschen Pop-Rock. Mhm. Viele Elemente, auch ein bisschen Gitarren, E-Gitarren, aber auch Akustik-Gitarren und stärkere Schlagzeuge und so drin. Also jetzt kein Hip-Hop und so. Schade. Schade eigentlich. Ah, ich mag Hip-Hop auf jeden Fall, aber das ist jetzt nicht dann so. Dann beim nächsten Album, ne? Mal sehen. Dann sitze ich hier mit Goldkette. Du hast ja schon dein Video auch in L.A. gedreht. Wie war das da? Es war mega cool. Also der Videodreh war geil, muss ich einfach sagen. In der Sonne war es natürlich anstrengend, aber so der Videodreh war schon echt cool. Hat Spaß gemacht und ich finde, das Endprodukt ist halt auch echt schön geworden. Ne? Und wie kam es denn? Wie kamt ihr denn auf die Idee L.A.? Ja, was heißt L.A.? Also den Ort, der bleibt so ein bisschen mein Geheimnis. Aber wir sind auf jeden Fall weit gereist. Ne? Also war jetzt nicht mit grüner Wand irgendwie irgendwas. Sieht man das nachher? Nee. Dann ist eine lila Wand. Okay, lila Wand. Was ich hier alles verrate. Voll gemein. Sorry. Macht nichts. Ja, aber war das cool für dich, in Amerika zu sein? Es war einfach echt ein cooler Dreh. Also ich hatte jetzt nicht so viel Zeit, mich da irgendwie auszutoben. Aber der Dreh war halt geil, ne? Mit dem Mustang rumzufahren und
einfach alles, was dazugehörte. Wir haben halt sehr, sehr lange gedreht, aber wir waren an ganz vielen verschiedenen Orten, am Strand, am Meer und cool, sehr cool. Könntest du dir vorstellen, in Amerika zu leben? Ja, ich würde mir gerne vorstellen, auch in Amerika Musik zu machen. Also ich finde das sehr interessant, wenn man nach dem Abi, wenn ich jetzt Abi mache, vielleicht nach Amerika geht und da versucht auch die Massen zu erreichen oder einfach andere, da gibt es andere Märkte, viel mehr Leute zu erreichen. Und das willst du echt machen? Ja, klar. Cool. Amerika ist cool. Wenn du mitkommst, dann kannst du mal ein paar Storys machen und dann gehen wir zusammen nach Amerika. Okay. Ja, nee, finde ich echt geil. Ich finde, Amerika ist ein cooles Land und ich finde, da kann man auch musikalisch viel machen und ja. Ja, apropos Abi, du gehst noch zur Schule gerade. Arbeitest du noch hart an deinem Abi? Ja, ich habe ja jetzt gerade noch ein bisschen Sommerferien. Wie lange noch? Bis morgen. Wow! Morgen muss ich wieder in die Schule oder morgen ist noch frei? Morgen muss ich wieder in die Schule. Endlich. Freust du dich schon? Ja, voll. Also ich habe 6,5 Wochen echt nichts machen müssen. Und also außer jetzt mit so die ganzen Sachen mit Album und Auftritten. Und das ist natürlich dann, macht ja keinen Spaß, einfach nur rumzuhängen, was mit Freunden zu machen und die ganze Zeit zu chillen. Das ist ja. Das ist langweilig, ne? Ja. Total. Ich gehe so total gern in die Schule und deswegen freue ich mich wieder zu lernen und sowas. Und kann man das auch unter einen Hut bringen, Schule und Musik? Ja, muss man ja. Also kann man auf jeden Fall auch, wenn man sich Mühe gibt und sehr viel Disziplin hat. Also es ist halt bei mir auch wirklich so, dass ich, wenn ich fliege oder irgendwie unterwegs bin, dass ich im Auto lerne, dass ich im Flugzeug lerne, Hausaufgaben mache und mich auf jeden Fall informiere, was wir in der Schule gemacht haben. Auch wenn ich mal, bin auf großer Autogrammstundentour mal durch Deutschland und da bin ich halt einfach mal eine Woche nicht in der Schule. Und besonders so im Abi-Jahr ist das natürlich schon wertvolle Zeit. Aber das muss man einfach nachholen und ja, was tun. Und das muss ich echt sagen, habe ich jetzt in dieser Zeit auch gelernt, so diszipliniert zu sein. Mhm. Ja. Also die Noten leiden auch nicht? Ne, noch nicht. Werden sie auch, glaube ich, nicht, weil ich will auf jeden Fall ein gutes Abi machen, so ist es nicht. Weil ich natürlich auch für die Zukunft dann was habe. Und ja, deswegen ist mir das auch sehr wichtig und da muss man auch was machen. Ja. Okay. Aber dann wirklich nach dem Abi Musik machen oder gibt es auch Pläne für irgendwie Studieren, Ausbildung oder sowas? Also ich werde, denke ich, schon mal studieren irgendwann. Okay. Also ich hätte auf jeden Fall Bock, so zu studieren, auch vielleicht irgendwie in die Wirtschaftsrichtung, also International Business oder sowas. Aber man kann natürlich immer, ich werde immer Musik machen, mein ganzes Leben lang, weil ich halt echt viele Fans da draußen habe, die, glaube ich, auch zu traurig wären, wenn ich nichts machen würde und weil ich Musik einfach liebe und es sehr, sehr gerne mache. Und ja, vielleicht ja wirklich nach, also es war kein Spaß, ich vielleicht wirklich nach Amerika, nach dem Abi und ja, mal sehen, was noch so alles kommt und ja, dann habe ich erstmal ein Abi, dann könnte ich theoretisch auch ein Jahr Pause machen. Ich meine, ich war jetzt schon in China, hatte da einen Auftritt, warum nicht noch Amerika, noch mal China, also da habe ich jetzt auch so ein bisschen Standpunkte schon und feste und ja, die chinesischen Fans waren auch schon ganz begeistert, also kommt alles ganz gut an und das freut mich natürlich und einfach mal ausprobieren, wir sind ja alle noch jung. Ne? Aber dann wieder auf Englisch. Wie? In China. Ah. Ich verstehe noch gar nichts. Klar. Nein, also was ich echt sagen muss, da habe ich ja auf Englisch gesungen. Mein erstes Album habe ich sehr, sehr viele Songs von gesungen. Und die sind echt zu mir gekommen und meinten, sing doch mal was auf Deutsch. Ach, cool. Und das ist, da ist mir dann auch so wirklich klar gekommen, okay, Deutsch ist eine coole Sprache, auch Musik zu machen. Und ja, Englisch, Deutsch, Chinesisch kann ich ja auch, fließend. Und ist doch egal. Alles. Läuft auf jeden Fall. Ja. Nochmal ein anderes Thema, was gerne genommen wird bei jungen, süßen Stars. Wie sieht's aus in der Liebe? Hast du gesagt, ich bin jung und süß? Ich wollte Sascha, ich meinte Sascha. Alt und cool. Ja. Alt und cool, okay. Ja, wie sieht's aus in der Liebe? Ich muss sagen, ich sieht super aus im Moment. Ich liebe ganz, ganz, ganz viele Leute. Meine ganze Familie liebe ich sehr und natürlich meine ganzen Freunde sind in meinem Herzen. Und was ich echt sagen muss, dass im Moment meine Fans ganz stark in meinem Herzen sind, natürlich wie immer. Und einfach dieses, alles, was die jetzt für mich machen, ist einfach so unfassbar krass, was die Funktionen für mich machen. Und ja, danke für alles. Und ich muss sagen, ich habe 125.000 Leute schon Facebook-Fans in meinem Herzen. Da passt nicht mehr so viel rein. Kein und, ganz bestimmtes Mädchen? Nee, wie gesagt, so groß ist mein Herz dann jetzt auch wieder nicht, dass da so viel Platz drin ist. Und, aber bist du traurig darüber? Nee, ich bin überglücklich im Moment, wie alles ist. Und mein Leben ist toll im Moment. Und ich habe besonders halt meine Fans, mit denen ich sehr viel geben kann und die mir sehr viel geben und darüber bin ich sehr glücklich. Mm. Es gab ja auch mal Gerüchte, dass was zwischen dir und Fabian Rothe lief. Ja. Habe ich nichts mitbekommen. Also haben wir gehört. Echt? Ja, cool. Nein, nee, ich kenne Fabian und ja, die haben uns ja so ein bisschen kennengelernt und
einfach ein bisschen geschrieben, weil wir halt, sie war bei Supertalent vorher und ich bei DSDS und einfach so Erfahrungen ausgetauscht und dann ist sie zu DSDS und dann haben wir in dieser Laufbahn halt ganz, ganz viel geschrieben und natürlich, wenn man zusammen irgendwie jetzt in so einem Bereich tätig ist, dann hat man gerne Kontakt, wir verstehen uns super gut, aber dass da jetzt da weiter was sein sollte, nö. War nicht. Aber ist eine gute Freundin von mir, muss ich auf jeden Fall sagen. Cool. Jetzt machen wir noch ein bisschen Entweder-Oder-Spaß. Entscheide dich für eins und begründe. Okay. Okay. Fritten oder Salat? Fritten. Weil? Lecker. Warum? Ach, ich weiß nicht, manchmal sind Fritten echt cool, so mit schön Mayo, was essen, macht einfach satt und gibt einem wieder Power, Kohlenhydrate. Also Salat ist sehr gesund, ne? Und so, alles immer Salat essen. Aber du machst Aber Pommes. Ich esse Pommes, ja. Beim Party machen Bier oder Wodka? Kommt drauf an. Also Wodka pur nicht. Also ich muss ja entweder... Warum das sagen, nicht? Ne? Dann sage ich Bier. Magst du lieber Bier? Ja, kommt drauf an. Wodka also Bulls. Du magst beides. Also ich muss sagen, so Cocktails, irgendwie Wodka Bull, also sind ja Longdrinks oder sowas, mag ich sehr gerne. Aber ich schlage eh nicht so krass über die Stränge jetzt, dass ich jetzt mich mit Wodka besaufe. Also deswegen... Alles ganz cool. Also ich trinke beides ganz gerne mal. Ein Bierchen mit den Jungs. Kommt auch immer auf die Situation an, ne? Ich erzähle euch hier Sachen. Wenn ich jetzt im Biergarten sitze und Fußball gucke, trinke ich mir lieber einen Weizen oder sowas. Aber wenn ich jetzt richtig... Sonst würde man ja in den Wodka-Garten gehen. Richtig. Ha. Er war gut. Englisch oder Mathe? Englisch. Weil du gerne... Weil ich gerne singe und Englisch eine gute Sprache auch dafür ist und ich sehr viel Englisch singe, natürlich jetzt viel mehr Deutsch. Aber ja, Englisch ist auch einfach aller Weltsprache, ist später sehr wichtig für den Beruf und das sehe ich. Mir geht es auch in Schule sehr darum, dass man mal was lernt für das spätere Leben. Genau. Ja? Und Mathe braucht kein Mensch. Mathe braucht keiner. Welche Noten hast du in den beiden Fächern? Ehrlich jetzt? Ich finde Mathe besser. soll ich echt jetzt? Ich bin kein Streber, ne? Ich bin jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit am Lernen bin oder so, aber in Mathe stehe ich 1 und in Englisch 2 plus. Oh. Ja. Ja, sorry. Nee, ist doch cool. Hip-Hop oder Elektro? Hip-Hop, ganz klar. Ja, weil ich finde, mit Hip-Hop kann man einfach geile Wortspiele machen, auch in Deutsch, in Englisch. Ich bin ein großer Hip-Hop-Fan, egal, von ganz, ganz vielen Künstlern und mir. Also keinen bestimmten irgendwie? Ja, mich interessieren die ganzen Beefs da nicht so wirklich. Ne? Also ich bin Bushido-Fan, ich bin aber auch K1-Fan und ich höre Sido auch gerne und ich höre jetzt auch, also es gibt ganz, ganz viele und die ganzen neuen, jetzt irgendwie Alligator oder wie der heißt. Mhm. Ne? Shindy. Also, ja, Shindy ist ja ein bisschen Bushido, ne, da jetzt drin. Und also ich interessiere mich da sehr. MC Fitti auch? MC Fitti höre ich nicht, nein. Was? Ist ja lustig. Ja, ist, aber ich, mir geht es halt wirklich auch, die machen, ich finde, die sind richtig gut, die schreiben geile Texte, K1 ist ein mega Texter und darum geht es mir auch so ein bisschen, um die Kunst der Sprache da drin und der King of Rap ist natürlich cool, Savage. War ich sogar auf dem Konzert letztens. Wie war's? Mega gut. Einfach richtig guter Rapper. Also der war dann auch noch mit seinen Leuten hier von The Voice, ne? Mhm. Da waren welche, wie heißt das nochmal, dieses Projekt von Save Singen Naidoo. Singen und Erleben. Singen und Erleben waren dann auch auf der Bühne und so. Und ich wäre auch fast zu Savage gegangen mit Save Naidoo noch, aber da habe ich leider ein Konzert selbst. Also was ist leider, ich bin natürlich lieber Schade. Auf meinem Konzert. Mann. Ja, okay. Daniel oder Luca? Oh, das kann ich nicht sagen. Ich mag beide sehr gerne. Ich habe beide schon kennengelernt und beide mega cool drauf. Und das kann ich leider nicht unterscheiden. Also ich meine, ich mag beide sehr gerne. Ich habe beide kennengelernt und machen beide coole Musik. Und ich, meine Fans sind auch zum Teil deren Fans. Und deren Fans sind auch zum Teil meine Fans. Also da muss man sich ja nicht... Auf keinen Fall. Die sind ja alle cool. Also. Ja. Letzte Frage. Lady oder Bitch? Lady, ganz klar. Ja. Elegant, natürlich trotzdem so, also ein bisschen zurückhaltender, jetzt nicht so voll drauf und so. Also eher so zurückhaltend Lady. Schüchterne Mädchen. So wie Miley Cyrus. Genau, so wie die. Okay. So wie die bei den MTV Awards. So stelle ich mir das vor. Ja. Nee, so stelle ich mir das vor. Twerkst du auch? Weil das ist für mich eine richtige Lady, was? Twerken. Kannst du das? Was ist das? Tanzen mit dem Hintern. So das heißt, das ist Twerken? Ja. Nee, das mache ich nicht. Das kann nur Miley machen bei diesem Robin. Das kann nicht mal Miley machen. Vielleicht in deinem nächsten Video. Ja, das war jetzt nicht so. Ja, das ist halt, was soll man sagen? Kann man machen, wie man will. Das ist ein guter Imagewechsel, sagen wir es mal so. Aber so werden wir dich nicht sehen. Twerken mit Zunge raus. Ich glaube nicht. Nee, das ist ja, wenn macht die Frau das bei mir. Ja, also ich bin dann ja theoretisch der Mann, ne? Also bist du Robin Thicke. Was? Also bist du Robin Thicke?
Ja, wenn ich das Lied machen könnte, wäre cool. Mit Pharrell und so, T.I. Ja. Ja. Alles klar. Vielen Dank, dass du da warst. War sehr lustig. Ja. Wir hatten unseren Spaß. Ja, genau. Single ist schon draußen seit Freitag und heißt Komm mit ins Leben. Und das Album kommt am 13.09., heißt Atemlos. Könnt ihr euch mal angucken. Wer mich noch nicht so gut kennt, vielleicht guckt er einfach mehr so, ne? Kann ja auch sein. Einfach mal meine Facebook-Seite oder meine Homepage sebastian-wurt.de checken und dann einfach mal die Songs anhören. Sind echt cool geworden, muss ich sagen. Ich hoffe, ihr hört es euch auch an. Auf jeden Fall. Und wer Bock hat, auf jeden Fall runterladen und dann, oder kaufen. Und dann bald zu meinen Auftritten kommen. Wäre auch cool. Machen wir richtig Party zusammen. Machen wir. Cool. Okay, dann, ja, danke, dass du da warst. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.